Wir waren im Rahmen unserer Sommerreise im Aqualand El Arenal. Und bevor jetzt unser Vlog online kommt, gibt's jetzt noch einen separaten Rundgang über die Anlage. Dabei wünschen wir dir jetzt viel Spaß. Auf tolles Rutschvergnügen könnt ihr euch auf jeden Fall dann im separaten Vlog freuen. Schaut da gerne vorbei, sobald er online ist. Hier seht ihr jetzt mal das Aqualand auf der Karte. Alle Infos dazu, wie Eintritt und Co. findet ihr im Internet. Während Elias und Tamara eine kurze Pause machen, auf dem Liegestuhl im Schatten, gehe ich mit euch noch ein bisschen durchs Arenal und dann schauen wir uns das mal gemeinsam jetzt ausführlich an. Hier gibt es auch genug Plätze ohne Liegestuhl, auch im Schatten. Das war so meine größte Angst, deshalb haben wir die Liegestühle auch reserviert für 5 Euro Stück. Aber Plätze gäbe es auch auf der Wiese und sogar im Schatten teilweise. Oh, der sieht jetzt neuer aus, der Bereich. Da habt ihr nochmal die Karte vom Eingang. Oh ja, da gibt es richtig Thematisierung auch. Und jetzt verlassen wir, so wie ich finde, den neueren Bereich und auch den schöneren Bereich. Ich kenne ja den Park nicht im Detail, aber der Bereich hier, der sieht wirklich ein bisschen älter aus, vielleicht auch ein bisschen in die Jahre gekommen. Den schauen wir uns jetzt auch noch an. Oh, da gibt es ja noch zwei große Wellenbecken. Ich denke, ihr kennt es, da sind tausende Leute, deshalb schwenke ich jetzt nur kurz drüber. Da ist auch noch ein Kinderbereich. Das haben sie echt viele Kinderbereiche. Das ist wirklich richtig gut. Aber aus dem Alter sind wir halt schon raus. Höher, schneller, weiter. Und hier sieht man auch ganz gut Fastpass Normalo. Normal machen wir das ja echt nicht. Aber dieses Mal war es, glaube ich, die beste Entscheidung.
Ne, wir werden sehen, was wir noch alles schaffen heute, weil die Schlangen, die sind ewig. Allein bei den Reifen steht man schon an, ich zeige es euch nachher mal. Hier sind jetzt die Reifen für die Fastpass-Nutzer und alle anderen warten auf den Reifen. Also ich könnte hin, könnte nehmen, könnte rutschen gehen. Wird halt oben noch anstehen, aber... Ja. Irgendwo da drüben liegen jetzt Tamara und Elias. Also ich glaube, das Highlight ist echt diese Cobra-Rutsche. Stand man auch richtig lange an vorhin. Geht's noch mal hin zum Filmen auf jeden Fall. Und auch bei King Cobra das gleiche Bild. Ihr seht da, die roten Reifen ist für Fastpass. Wir dürften direkt hin uns einen holen. Die stehen hier erstmal Viertelstunde, 20 Minuten in der prallen Sonne an. Ich schwitze ja jetzt schon. Von daher, ja, überlegt euch, ob ihr ohne Fastpass hier den Besuch braucht. Ist zwar Abzocke, aber ja. Und hier ist jetzt für der Kamikaze, naja, für der Fastpass, zum Glück haben wir den auch am Start, aber wahrscheinlich werden wir den nicht machen. Oh, da die Rutsche, wo vorhin so geknallt hat, Speedboat. Die Kamikaze in klein. Nicht aufrutschen. Papa, wollen wir das jetzt? Wir haben Elias und Tamara Fahrrad gemacht, aber so schnell wie die da hoch und wieder runter waren, hatte ich die Kamera gar nicht an. Dank Fastpass, ansonsten wären sie wahrscheinlich lang angestanden, aber so hoch und wieder runter und ich war nicht bereit zum Filmen. Aber ja, sah lustig aus und sie hatten Spaß. Auch das ist ein Bild für diesen Wasserpark. Dauernd bleibt irgendwo irgendjemand stecken. Hier gibt es noch Rabbits. Eine breite gelbe Reifenrutsche. Man sieht nicht viel, weil die durchs Gelände geht. Aber auch hier könnten wir wieder direkt die anderen, die stehen an ohne Fastpass. Ne? Jetzt kommt auch was ganz Cooles, aber das lassen wir heute aus bei unserem Glück oder Unglück, das wir heute haben. Nicht, dass noch was passiert, bevor wir morgen auf AIDA gehen. Aber das sieht echt auch sehr lustig aus. Mama, ihre Lieblingstiere, die wird man nachher bestimmt auch noch testen. Die Schlangen!
Ja, das war sarkastisch gemeint, weil Mama hasst Schlangen. Oh, da kommt mal kalte Luft. Und wir arbeiten sehr viel mit Daumen hoch. Ja. Sie hebt jetzt den Daumen hoch, alle frei, der da oben sieht. Und dann kommen die nächsten Rutschen. Jetzt kommen wir noch zu einem Kleinkind-Rutschbereich. Da wollten wir vorhin alle drei draufstürmen, ganz am Anfang. Da haben wir die Kamera noch am Platz gehabt. Dann hat er gesagt, nein, nur für Kinder. Ja, und da sind dauernd Kinder stecken geblieben. Also irgendwie ist da der Wurm drin. Und die nächste Verletzung, alle rennen. So, hier ist der Kinderrutschenbereich. Also in der Rutsche sind vorhin die Kinder stecken geblieben, weil der Wasserdruck einfach zu langsam ist. Und auch die Rutsche, die sieht spaßig aus, aber die Kinder sind gerutscht, sind da hoch und sind wieder rückwärts runtergerutscht und haben das gar nicht geschafft. Und auch da drüben auf der Racer-Rutsche für Kinder kommen die Kinder nicht den Berg runter, weil einfach zu wenig Wasser drauf ist oder die Matten zu breit sind, keine Ahnung. Hier ist auch ganz wenig los, wäre eine tolle Anlage, aber wie gesagt, du kommst da nicht runter, weil das Wasser zu schwach ist oder keine Ahnung, bleib stecken, dann hast du auch keine Lust mehr als Kind das zu rutschen. Wir schauen mal, ob es da was wird. Ja, da geschafft doch, ja, die schaffen es jetzt mal und auch der ist über den Berg gekommen, aber ja, meistens bleiben die da stecken. Ist jetzt ein Wellenbecken oder Wasserbereich und auch noch mal ein Kinderspielebereich. Das war's jetzt mit dem Rundgang bzw. mit den Eindrücken aus dem Aqualand El Arenal. Mehr Spaß, mehr Eindrücke und vor allem auch das Rutschvergnügen gibt's dann im separaten Vlog. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann freuen wir uns auf alle Fälle tierisch, wenn du unseren Kanal auch abonnierst. Und so bist du dann auf jeden Fall auch das nächste Mal mit dabei. Ich sag bis dahin tschüss und du und ihr denkt zum Schluss bitte wie immer daran, die nächste Freizeit kommt bestimmt. Bis dahin, euer Simon.